Als Vater und als Wiener kann ich nicht dabei zuschauen, wie unsere Schulen ins vorige Jahrhundert zurückkatapultiert werden. Wo man Integrationskinder abschiebt und wir dann vielleicht wieder vom Blatt auswendig lernen, anstatt in Projekten. Mit der Demo wollen wir für eine bessere Schule kämpfen, wo die Stadtregierung Vorzeigeprojekte nicht abschafft, sondern als Pionier vorangeht. Wir demonstrieren für mehr Geld für die Bildung. Also unsere Kinder sind unmittelbar betroffen. Sie gehen in eine Mehrstufenklasse mit Integrationsschwerpunkt. Und wenn das so weitergeht und die Mittel weiterhin so gekürzt werden, wie es geplant ist für nächstes Jahr, werden die Mehrstufenklassen aufgelöst. Deswegen sind wir da. Für die Bildung, genau. Nicht die Flügel stutzen, sondern heben, das ist das Wichtigste. Und für die Kinder eine Stimme erheben, ja. Deswegen sind wir da. Ich bin deshalb heute da, weil ich Lehrerin in einer integrativen Mehrstufenklasse bin und Mehrstufenklassen einfach was wirklich Tolles für Kinder sind und wir brauchen viele Ressourcen. Jedes Kind arbeitet an seinem eigenen Wochenplan, an seinem eigenen Lerntempo und dafür brauchen wir ganz dringend mehr Ressourcen und weniger geht einfach nicht. Es muss endlich begriffen werden, dass die Bildung und Betreuung unserer Kinder höchste Priorität hat. Es ist die Basis allen Wachstums in diesem Land und wir brauchen mehr Ressourcen. Wir brauchen ein echtes Mitspracherecht für Schulen, für Lehrerinnen und Eltern, kleinere Klassen für Integrationskinder und die Gleichbehandlung von Mehrstufenklassen und Integrationsmehrstufenklassen. Ein Mädchen in unserer Klasse hat eine Sehschwäche. Sie hat einen ganz coolen Apparat in der Klasse, mit dem sie dann auch was ablesen kann und mit uns ganz normal mitarbeitet. Einmal haben wir sogar eine Brille aufsetzen dürfen, damit wir sehen, wie sie sieht und da waren wir ganz schön erstaunt. Sie kann aber ganz toll schreiben und lesen, eben durch den Apparat. Ich bin Laura von der Sozialistischen Offensive und wir unterstützen die Demonstration und die Proteste heute, weil Geld für Bildung wichtig ist, gerade angesichts der Kurzchats, die im Grunde eigentlich einfach Geld für die Ganztagsschulen wegnehmen wollten und das Ergebnis sieht man ja jetzt, dass in Wien gekürzt wurde und darum sind diese Proteste zu unterstützen und was man halt sieht ist, dass es keine von den Parteien, dass keiner von den Parteien wirklich darum geht, dass die Schulen Geld bekommen, weil die Neos und die SPÖ sind in Wien in der Regierung und kürzen bei den Schulen und die ÖVP und die Grünen sind im Bund in der Regierung und stellen das Geld nicht zur Verfügung und die FPÖ war in der Regierung. Also es ist wirklich ein himmelschreiendes Vakuum. Und die ganzen Bewegungen, die es jetzt gegeben hat, die Kindergärten, die Schulen, die Proteste, die es bei den Herbstlohnrunden geben wird, dass die sich in so einer neuen Organisation auch quasi zusammenfinden können und diskutieren können, welches Programm braucht man. Und damit quasi dieser Widerstand, den es jetzt gibt, dass der dann auch bei den Wahlen quasi einen Ausdruck bekommt und man nicht mehr quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera hat. Mein Name ist Dagmar Schöberl, ich bin Sonderpädagogin in einer Integrationsklasse in Wien und Mutter von einem Volksschulkind in Wien und deswegen in den beiden Rollen da. Uns geht es um die Sparmaßnahmen, die jetzt im Juni verkündet worden sind, total kurzfristig und ohne, dass die Schulen sich irgendwie darauf einstellen konnten und deswegen jetzt massive Unsicherheit in den Schulen herrscht. Es geht darum, dass es massive Einsparungen bei den Integrationsklassen geht, einfach durch die höhere Schülerzahl. Das Ganze wird organisiert von einer Initiative Bessere Schule Jetzt, die sich im Juni aus dem ersten Aufschrei entwickelt hat. Das ist einfach aus Eltern, Lehrerinnen gewachsen, die sich da engagieren wollen. Es werden keine reformpädagogischen Konzepte mehr möglich sein, wenn die Reform so umgesetzt wird. Die Förderstunden und die individuelle Betreuung wird viel weniger sein. Die Gemeinde Wien-Stunden für die verschränkten Ganztagsschulen sind gestrichen worden. Und es sind einfach 117 Schulen, die jetzt verloren haben durch diese Reform. Und das sind nicht nur Schulen, die vorher zu viel Stunden gehabt haben. Wir fordern mehr Ressourcen für alle Wiener Volksschulen. Wir fordern echte Schulautonomie und keine Mangelverwaltung. Wir fordern den Erhalt und die Gleichbehandlung von Mehrstufenklassen und Integrationsmehrstufenklassen.
Wir fordern keine Abschaffung der verschränkten Ganztagsvolksschule. Wir fordern kleinere Klassen für Integrationskinder. Und wir fordern die Anpassung des Berechnungsschlüssels von 25 auf 15 Kinder pro Klasse und Mitsprache der Schulen bei Entscheidungen der Bildungsdirektion. Wir sind derzeit noch nicht vernetzt mit Kindergartenpädagoginnen oder Unis, aber es wäre natürlich ein Ziel. War bis jetzt nicht möglich, weil das eben von 0 auf 100 organisiert worden ist. Alles ehrenamtlich.